Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Schweutschland. Hier mit dem Kev. Und mit einem neuen Gesicht, nämlich Gronkh. So ähnlich. So sieht's auf jeden Fall aus. Und mit Schwubbeli. Das ist meine neue Katze. Die haben wir gerade gefunden. Das ist nicht mal richtig gesagt. Was denn? Schwubbeli heißt die jetzt Schwubbeli. Sollen wir den nicht Schwubbeli nennen? Ich weiß nicht. Also ich kann mir das nicht merken. Guck mal, Kev hat auch einen neuen Freund. Aber hübsch ist er auf jeden Fall. Das ist Kevs Freundin. Sag nicht so. Ach so. Kev, wie läuft denn das damit, wenn ihr mal so Praktiken macht, wo sich die Dame auf den... Na, also tut das nicht weh oder so? Oh, guck mal, Schwubbeli und Kev sind Freunde. Hey Schwubbeli, guck mich mal an. Hallo Schwubbeli. Na, mein kleiner Schwubbeli? Jo, mein kleiner Schwubbeli? So, komm mit, wir bringen Schwubbeli ins Haus. Schnatzi. Wie sieht's denn aus? Was? Also wir sind ja... Also die Schnun ist übrigens dabei, es ist nicht Gronkh, für den, dem es jetzt noch nicht aufgefallen ist. Ja? Juhu. Wenn du reingehst, dann guck, dass du auf beide Druckplatten trittst, dass auch beide Türen zugehen, ne? Beide, okay. Wenn aber nur eine Tür offen war? Schwubbeli. Wolfkopf, hallo Wolfkopf. Schwubbeli bitte mit 2B. Schwubbeli. Also... Und mit Y hinten. Okay? Schwubbeli. Du hast aber Schwubbeli geschrieben. Hm? Schwubbeli. 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 Ja, genau so, Schwubbeli, dankeschön. Schwubbeli? Schwubbeli. Sollen wir die hier in der Küche stehen lassen oder sollen wir die woanders hinstellen? Also, die können sich nachverbrennen auf dem Ofen. Da macht man genau den halt nicht an. Achso. Komm, kannst Schwubbeli. Kannst du auch was aufs Bett setzen? Nee, die läuft dir halt hinterher. Und dann kannst du halt mit einem Rechtsklick sagen, dass sie sich halt hinsetzen soll. Ich sehe es, wie sie dir hinterherläuft. Ja, sie bleibt auf dem Ofen irgendwie, ich weiß auch nicht. Schwubbeli, komm. Ach, Schwubbeli. Schon fest gebrannt. Die Pfoten schon. Passt schon. So, Schwubbeli, komm. Schwubbeli. So, Schwubbeli. Heimatland, der bleibt. Halt warm. Dann bleib. Stimmt. Warm ist. Dann bleib halt da sitzen, Schwubbeli. Ja, feini, feini, feini. So, genau. Also, der Gronkh ist jetzt hier dabei. Probierst du gerade Schweizerdeutsch? Was? Hä, wer sagt das? Pui. Hab ich gerade Schweizerdeutsch gesagt? Oder probiert? Nö. Oder heißt Schwubbeli ja irgendwas? Ah ja, ja, Schwubbeli, sagt sie. Hä, was heißt denn Schwubbeli dann? Schwubbeli heißt meine Katze, lass mich in Ruhe. So, ich hol ihr noch ganz kurz ein Bett, dass sie das hier nicht selber machen muss, aus Start. Welche Farbe soll denn im Bett haben? Pink. Ich hätte rosa, magenta und violett. Willst du dir raussuchen? Dann Magenta. Guck mal hier. Bau dir das ab, was du willst. Mir schon fast gedacht. So, dann kannst du jetzt erstmal bei mir schlafen. Heute Nacht darfst du bei mir übernachten, weil es so doll regnet. Ist aber freundlich, du. Kev, komm, schlafen. Ja. Gute Nacht. Warte, ich muss erst mal rausfinden, wie das geht. Rechtsklick. Also mit Rechtsklick tust du immer interagieren. So, Freunde, und deswegen, jetzt haben wir jemand Neues dabei. Entweder ist sie halt dabei oder Dominik. Ja. Ein Und gibt's nicht. Noch nicht. Ja. So, du kriegst übrigens auch die offizielle Erlaubnis. Moment. Was, ein Arschtritt? Ja. Nee, du kriegst jetzt... offiziell die Berechtigung, dieses Feld mit zu benutzen hier. Also du darfst auch von hier essen, ja? Okay. Und ich würde eher schon fast was anderes sagen. Ich würde sagen, ich gebe dir ein bisschen was. Guck. Ich gebe dir mal das und das und die Hacke. Und dann kannst du bei dir auch anpflanzen. Okay? Mhm. Das heißt, du kannst ja auch ein eigenes Feld bauen. Und jetzt weise ich dir deinen Bauplatz zu, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Wolfkopf schreibt also heute mit Schnun mal vernünftiges Gameplay. Da wäre ich mir jetzt aber auch nicht ganz so sicher. Sie hat schon ewig kein Minecraft mehr gespielt. Also wir haben gut 2 Jahre kein Minecraft mehr gespielt zusammen, oder? Auf jeden Fall. Und davor habe ich auch nur am Handy hauptsächlich. Guck mal, Schatzi, wir gucken mal kurz hier die Dings zusammen an. Also das hier ist jetzt... Ja, ja, aber auch für das Video, ja. Also hier ist jetzt die Schmiede. Da hat es den Panzermacher. Die machen uns die Rüstungen.
Und hier hat's den Waffenschmied. Also den Grobschmied. Der macht uns die Waffen und so. Von außen sieht das übrigens so aus. Das hat der Kev gebaut. Props gehen raus, Diggi. Sieht super aus. Und hier haben wir ein kleines Problem. Es gab nämlich einen Waldbrand. Ich bin auf den Server gegangen, um diesen Hafen etwas zu erweitern aus Versehen. Ich konnte nicht anders, tut mir leid. Ja, und schon war das Problem da, dass auf einmal dieser Wald gebrannt hat. So, Schnun, passen Sie auf, kommen Sie mit. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Auf dieser freien Fläche, genau. Mhm. So. Ganz kurz, du darfst... Ich würde sagen, du darfst hier bauen. Da unten. Ja. Ich darf mir aber auch den Boden anpassen, ja? Ja, ja, komplett. Also du darfst alles machen. Und du kannst hier jetzt im Prinzip, ich würde sagen, du holst hier ab ein bisschen. Ja, dann habe ich nämlich gleich Holz. Genau, weil diese freie Fläche, die hier jetzt ist, die würde ich tatsächlich nutzen. Etwas. Wo? Hier oben, das, wo das so abgerodet ist. Also soll ich weiter Richtung Wald runter? Nee, du kannst schon, also könntest jetzt schon bis hier hochbauen, weißt? Also so ist es nicht. Okay, wieso, was hast du vor? Ja, ich möchte hier einfach ein paar Felder machen. Felderwirtschaft. Ein bisschen, weißt du? Mhm. Und du kannst gerne auch hier auf den freien Feldern auch diese paar Baumstümpe, die noch rumstehen, auch wegnehmen. Wollte ich gerade sagen, aber dann hast du schon gemacht. Ja, da hinten sind noch mehr davon und so. Mhm. Genau, von den Crafting-Rezepten her, wie weit bist du da? Das probiere ich mich aus. Probierst dich aus. Wenn du halt nichts weißt oder was nicht weißt, dann sagst du halt einfach, ne? Ja. Genau, hier ist noch ein bisschen Holz. Warum hat ein Pui Zeit zu kommentieren, aber nicht zum Spielen, Mensch? Na, weil sie krank im Bett liegt. Ah ja, das ist natürlich noch schöner. Ja. Schade. Okay, dann probiere ich einfach mal hier mit dem Dings, ne? Ja, ich denke, du schaffst das. Ja. Ne? Sehen wir dann. Ich bin zuversichtlich. Und wie sieht's aus mit Shaders? Geil, ne? Ja. 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 So, Freunde, und euch zeige ich jetzt mal kurz ganz unten hier den Hafen. Das hier ist jetzt sozusagen der Seiteneingang, ja, also der kleine Eingang des Hafens. Und hier überall, da kann Pui jetzt auch mal zuschauen, das ist nämlich ganz wichtig, überall, wo so Öffnungen sind, hier, ja, sind jetzt überall im Prinzip Aufstiegsplattformen. Und da ist das Boot von Pui zum Beispiel, siehst du? Das heißt, die kann dann hier die Treppe runter, also diese Leiter, ins Wasser und kann dann aufs Boot. Und mit diesem Bötchen kann man natürlich dann auch hier anlegen wieder. Hier kommt nachher ein großes Schiff hin, weil hier ist eine Doppelleiter. Ja. Und hier kann im Prinzip Pui ihr Bötchen parken, kann hier rein, kann hier los. Weißt du, und dann kannst du hier absteigen und hier drauf. Und dann bist du oben. Ja, Disney Pictures oben. Das war ein super Witz, ne? Aha. Aha. Chatty. Ja. Ich habe schon sehr schön Problem. Wie kann ich jetzt so den Dings öffnen, wo ich dann die Werkbank und so machen kann? Okay. Also das Inventar, ne? Ja. Wolfgang schreibt, wann kommt der Leuchtturm? Ja, Leuchtturm kommt auch bald. Müssen wir dann alles noch machen. Da brauchen wir noch eine Arschvoll Wolle. Ey, Kev, du hast noch nicht irgendwie die Möglichkeit, auch irgendwie mitzureden, oder? Du Keck. Also mit einer halbwegs guten Mikrofonqualität. Versteht sich. Ich könnte reden, aber er macht's nicht. Also er kann schon schwätzen. Ja, du kannst ja mal reinkommen, wenn du willst. Und dann beurteile ich mal, ob das ausreicht für meine Anforderung. Ist ja schon richtig hoch. Ich habe halt schon Qualitätsansprüche, tut mir leid. Also das darf man mir ja nicht wegnehmen, oder? Das stimmt doch, oder? Ja, das können wir herausfinden, Jeff. Scheiße, jetzt meine Schaufel kaputt. Das war Karma. Also Wolfgang, der Leuchtturm kommt, wenn du endlich hier auf den Server kommst und auch dein Haus baust und dann auch mal den Leuchtturm hinstellst, ne? Also du darfst hier übrigens auch mitmachen. Das ist ein Community-Server, das heißt, jeder, der mitmachen will, der darf natürlich, ne? Gell?
Weil dich kenne ich jetzt mittlerweile eine Weile. Dir vertraue ich. Mittlerweile eine Weile. Soweit mal. Schnan, ich weiß, wo du wohnst, ne? Unter dir. Nö. Qualitätsansprüche. Du, nein. Ich sag nur Beschwerde bei jedem Rechtschreibfehler. Ja. Hä? Ich meine Qualitätsansprüche im Sinne von Mikrofon. Hä? Ja, was machst du nicht mit? Machst du kein Minecraft? Kannst du es nicht, oder was? Das enttäuscht mich jetzt schon, ne? Jetzt gerade noch so fett hier reden wegen Leuchtturm und jetzt? Schatz, machst du dann Leuchtturm, oder? Ich. Ja, ja. Alles klar. Nicht? Könnte noch eine Weile dauern. Ich würde gerne erst mal ein Haus besitzen und so. Echt jetzt? Mhm. Wozu? Sehr technisch. Hallo, Golem. Also im Moment nicht, hab grad kein Minecraft. Dann kaufst du dir. Wer hat denn kein Minecraft? Also ich glaube, selbst die... Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu heftig. Ich glaube, jeder hat Minecraft. Mhm. Das wird jetzt aber, glaube ich, echt weit hier gehen, ne? Was machst du denn? Ich mach jetzt den Tunnel vom Hafen. Mhm. Wenn es geht, könntest du auch Wörter sagen, anstatt immer so summen. Weil dann würde man das auch richtig hören. Nee. Dann sag lieber dauernd ja, nein, okay, hä? Sowas, weißt du? Nee. Minecraft auf Konsole, aber auch kein Minecraft auf PC. What the fuck? Was bist du für ein Keck? Warum lachst du? Digga, Kev, ich bräuchte hier mal Hilfe. Digga, du bist so ein Wichser. Alter, jetzt hat er den Creeper-Sound abgespielt. Das war nicht nett jetzt, ja? Und Schatz, Haus schon fertig? Ja. Ja? Mhm. Jetzt echt? Ja. Jetzt ohne Witz? Nein. Wir sind nicht mal angefangen. Wie? Du brauchst erstmal Werkzeug und so, ne? Ja, eben. Also mit Eisen und so würde ich dir dann auch helfen, gell? Musst du nicht extra noch eine Höhlentour machen jetzt. Ah, doch. Willst du? Ja, tatsächlich. Wir können auch mal zusammen, ne? Ja, also, nee, weil dann, nö. Du stresch mich dann. Wenn ich an den Rand laufe oder so, dann darf ich nicht sterben. Boah, Kev ist so ein Ehrenmann, ne? Wieso? Hallo? Oh mein Gott! Okay, das ist ja schrecklich. Und viel zu laut. Und es ist ganz kurz... So, jetzt mach noch mal. Ja, hallo. Ey, das geht ja sogar. Okay. Alter, Stimmbruch oder was? Wie alt bist du, 12? Hey. Hey. Daddy? Was? Alter. Was, ich könnte mir zwar Minecraft holen, aber dann habe ich immer noch kein Internet dafür. Oh, Digga, du... Ach, das stimmt. So, was ich jetzt gerade sagen wollte, also Kev ist halt ein absoluter Ehrenmann. Ich sag ja, ich bräuchte mal Hilfe, zack, steht er da. Ist halt immer so, dass der Typ ist halt absolute, ja, Schönheit. Oh, Maschine. Ohne Witz. Also ich würde sagen, wir tun hier mal ein bisschen den Dinger ausgraben, ne? Ja, klingt gut. Okay. Mal anfangen. Ey, ist voll komisch, dich zu hören. So wie jetzt gerade. Ja, so wie jetzt gerade ungefähr. Ja, ist schon strange, weil eigentlich... Jetzt muss ich die wieder lauter machen, oder? Kev ASMR. Ja, genau.
Kev, mach mal ASMR. Mach mal am Mikro irgendwie rum. Nee, lass mal lieber. Hä, warum? Schatz, wie war das, wenn einer schläft, dann machst du Tag? Ja. Okay. Wie breit soll denn der Gang werden überhaupt? Bis da hinten, wo es durchgeht. Und wie breit? Wie breit 500 Blöcke. Also hell machen, nicht schlaf. Geil, Alter. Drei. Aber exakt 250 in eine Richtung, ne? Okay. Ja. Ich glaube, meine Picke reicht dafür nicht aus. Ja, ich habe auch noch eine halbe. Das passt. Nee, machen wir mal. Also wenn wir jetzt hier noch. Was? Ich sag, machst du bitte hell, ich schlaf. Ach so, Entschuldigung. Ich klicke momentan, wie Kev Erkältung kickt. Ja, lol. jetzt gehen wir noch einen in die Breite, das ist da 3. Und dann würde ich. Ich glaube, ich würde einen 3 machen, ne? Okay. Also dann wahrscheinlich 5, damit wir halt die Wände dann verkleiden können. Ja. Achso, gleich 5 bauen, abbauen. Genau. Das war halt dann Holz okay. Oder Stein oder so. Okay. Okay. Ja, also eigentlich ist das ausreichend für Minecraft, oder? Von der Quali her. Oder ja. Schnurren, was sagst du? Ich find's nicht schlecht. Ja, ist schon in Ordnung. Also da haben wir bei Red Dead einige schlimmere Gesichter dabei. Ja, das stimmt wohl. Alter. Die dann auch noch so, hallo, hey, hey, hey. Na? Mhm. Ja, so ist doch immer. Ja, so Puh, jetzt fehlst nur noch du, dann ist eigentlich alles voll. Achso, und Dominik. An den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber es ist halt eigentlich auch so, wie wenn er da wäre, ne? Weil... Oder nicht? Oder so. Oder so. Weil es ist ja, er sagt ja auch sonst nichts. Also dann ist es ja eigentlich wie jetzt. Das heißt, wenn wir irgendwann uns mal voll verstreiten und es kommen dann einfach nur noch Videos ohne ihn, dann merkt es einfach niemand. Weil jeder denkt, er wäre einfach da. Asozial jetzt. Hm? Voll asozial. Ja, das stimmt. Wir haben lästern, ey. Ja, aber wir lästern ja nur, wenn jemand nicht da ist. Ja, das ist der Sinn von lästern. Ja. Na, dann machen wir es ja alles richtig, oder nicht? Mhm. Ja, also, was beschwerst du dich denn dann? Ich beschwer mich nicht. Achso. Ist ja schon schwer genug, ne? Ja, eben. So ein Kaffee, wie viel wiegst du? 65 Kilo, oder? Nee, schon mehr. 85. Ja. Oha, würde ich auch gern. Hallo. Hallo. Und was sagt die Ausbildung? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Kann nächste Woche schön ausschlafen. Bist du. Oh. Bist du schon Geschäftsführer, oder? Ja. Sehr. Ja. Direkt. Stumpf. Ja. Halbes Jahr. Halbes Jahr angefangen direkt. Hm, was? Halbes Jahr angefangen direkt. Ja. Geschäftsführer. Schnun und du, was? Ich hab gesagt, was du eigentlich erwartest. Achso, Entschuldigung, ja, ich bin ein Idiot. Eben. Müsste mir eigentlich klar sein, dass er schon CEO ist jetzt. Also von Mercedes direkt. Nicht nur von der Bude, sondern... Nicht nur von dem Standort, sondern genau, insgesamt. Genau, vom ganzen Mercedes-Benz-Konzern natürlich. Na? Und wie fühlt sich so an mit 25 Millionen Jahresgehalt? Gut, oder? Ja. 25. Kommen wir gut über die Runden. Ja. Ja, was verdient der Mercedes-CEO? Komm, Butter bei die Fische. Oder? Der Ola Kelenius. Oh. Das ist ein guter Name. Ola Kelenius, Gehalt? Oh. Kommt rum, oder? Nee, es ist nicht so wild jetzt tatsächlich. Das sind keine 25 Millionen, es sind echt nur 6,1 Millionen. Ey, damit kannst du ja fast nicht leben, Alter. das hält ja keiner, das sind ja Zustände. Na? Das hält ja dann keiner aus. Augen auf bei der Jobwahl. Hm? Augen auf bei der Jobwahl. Wer sagt denn sowas? Das heißt doch Augen auf bei der Berufswahl, oder? Mhm.
Geringverdiener, schreibt Pui, genau, ohne Witz, Alter. Ja gut, in der Schweiz sind 6 Millionen nicht so viel, ne? Ey, Mann. Wolltest du auch gerade sagen, oder? Ja. Ja, in der Schweiz. Also sorry, wenn du als Maler in der Schweiz arbeitest, 6 Millionen Schweizer Franken, pff, da für das Geld steht die gar nicht auf morgens. Ohne Witz. Hä? Wolfkopf, so das Geld pissig. Die 6,1 Millionen Euro, die pissig. So, mal gucken, was die Schnunni da oben macht. Gar nichts. Mal kontrollieren gehen. Ich stehe einfach nur und warte, bis vorbei ist. Ach so, wie Dominik immer, oder? Ja. Hallo, was tun Sie hier? Jetzt gerade meine Axt zerstören. Also die Blätter und so könntest du dann auch immer mal wegkloppeln, wenn du in der Gegend bist, ne? Nee, die gehen von selber weg. Ja, aber wenn zum Beispiel jetzt noch Blätter in der Luft hängen, hier einfach so. Ja, die gehen doch weg. Nein. Warum nicht? Weil die manchmal nicht spawnen, wenn was abgebrannt ist. Oh. Oh. Guck mal, ich hab schon was für dich hier. Was? Was war das jetzt? Guck doch ins Inventar. Oh. Olle. Olle. War das jetzt nett? Ja. Ja, hat dir jetzt geholfen? Nee. Oh, dann her damit. Gib die wieder her. Ja, jetzt hilft die mir noch nichts. Ich brauch die noch nicht. Kockschelle. Ja. Hey, was eingepackt jetzt hier? Gar nicht komisch oder so, ne? Nee, gar nicht. Du hörst dich auch voll erkältet an. Da kommt mir das nur so vor. Hm? Bisschen erkältet bin ich schon, das stimmt, aber... Ah ja, der hat einfach keinen Bock gerade. So voll demotiviert. Ach Mann, Alter. Immer so viel Überstunden hier auf YouTube. Ohne Witz. So, und jetzt mach mal... jetzt tragen wir nach oben auch alles ab oder machen wir Glasdecke? Nee, machen wir nicht so. Ja, genau. Okay, wie war das mit der Erntemaschine? Was? Achso, Kev, ja, hast du Bock auf die Erntemaschine? Wann machen wir die? Dann, wann ich die Tools dafür hab. Ja, ohne Witz. Weil ihr jetzt mit Stone picken oder Iron dann lang zu bauen? Ja, das macht doch Spaß. Oder nicht? Vor allem, wenn ich dann zwischendrin wieder die lustige Idee hab, dass wir es dann doch doppelt so lang machen. Oder ist egal, dann genau. Kann einfach Kev wieder cheaten. Hä, hey, er hat nicht gecheatet. Okay. Kev ist einfach Gott. Achso. Ah ja? Der heißt ja nicht umsonst Leckgott Kev. Boah, ist überhaupt nicht lustig. Guck mal, wie er auch gar nicht lacht, ne? Der hat wahrscheinlich gerade schon. Der hat so durchpasst. Der hat sich wahrscheinlich gerade schon einen Auftragsmörder gebucht. Der muss weg, der Kanal. Das hat er beim letzten auch gemacht. Ach so. Jetzt! Was zum? Jetzt hab ich dich, ja? Alter. Ich hab nicht gedacht, dass du das rausfindest. Ich hab's gewusst, ohne Witz. Gewutzt. So, jetzt gehen wir im Prinzip eins noch. Niemand ist hier. Geil. Komisch, wo kann der Pfeil her? Mach ich mal weiter. Weiß nicht, vielleicht raucht der noch einer auf, aber ich glaube, es ist vorbei, der Pfeilregen. Hast du gerade Erde abgebaut, um dann wieder Erde hinzusetzen? Was? Was? Hä? Wie ist denn dir das aufgefallen? Ey, von welcher Webseite hast du eigentlich die Schmiede, dass du die so schön nachgebaut hast? Oder welche YouTube-Vorlage? Die kannst du ja nicht. Die hast du ja nicht frei Schnauze gebaut, oder? Nee, so gut bin ich auch nicht. Du bist schon gut, aber so gut. Hallo. Hallo. Hey.
Ja, nun, wie sieht's? Grundstein schon gesetzt? Nee. Wie nee? Schon mal um Holz abbaue. Ja. Willst du was von mir haben? Oh. Du kannst ja ein bisschen bei Dom abgucken, was er so gebaut hat. Damit es dann auch so aussieht, wie als hätte ich gebaut, oder? Ja, ich würde gerade sagen, dann sehen alle Häuser gleich aus, oder? Das ist ja schon lustig, oder? Was meinst du, Kev? Ja. Also, lol, oder? Wir wollen ja jetzt hier nicht so ablästern, aber Halleluja. Also, lol. Also, lol, ey. Also, einfach genau dasselbe Dach so gebaut.